Heute möchte ich mit einer etwas ungewöhnlichen Frage starten. Was glaubst du, wann wird ein Dieb zu einem Dieb? Wahrscheinlich wirst du antworten, ist doch klar. Dann, wenn er die Tat begangen hat. Ich denke, es ist nicht ganz richtig. Ich glaube, die Tat eines Diebes fängt schon viel, viel früher an. Vielleicht war da erst so ein lockerer Gedanke. Dann hat er sich das im Kopf vorgestellt, wie es wäre, wenn. Er hat die Tat 1000 Mal durchgespielt. Er hat sie quasi durchlebt mit seinen ganzen Gedanken. Er hat es sich vorgestellt, wie es wäre, wenn. Und das Gewissen, das sich am Anfang noch meldete, ist durch diese vielen Gedankengänge ruhiger und stiller geworden, bis es gar nicht mehr zu hören war. Und dann kam die Gelegenheit. Und so wie er es sich gedacht hatte, so führte er die Tat tatsächlich aus und brachte jemand anderes Eigentum an sich. Nun denken wir im landläufigen Sinne, ein Dieb, das ist jemand, der irgendwie Schmuck oder Geld oder sowas klaut. Aber ich glaube, es gibt verschiedene Themen, weshalb jemand zu einem Dieb werden kann. Da gibt es im geschäftlichen Umgang bestimmte Vorgänge, wo sich jemand etwas aneignet, was ihm nicht gehört. Steuer, das ist auch so ein Thema, wo man sich etwas aneignet, was nicht richtig ist und was einem nicht zusteht. Oder die Ehefrau, die jemand anderem gehört. Man stellt sich das vor, wie das wäre, wenn. Oder der Ehemann. Man stellt sich vor, wie es wäre, wenn. Und man spielt diese Gedanken 1000 Mal durch und wenn die Gelegenheit kommt, dann ergreift man sie beim Schopf. Ich habe eigentlich, als ich diese Botschaft vorbereitet habe, den Fokus auf etwas ganz anderes legen wollen. Aber es hat mich nicht losgelassen, dieses Thema nochmal anzusprechen. Und wenn es für dich heute ist, dann möchte ich dir sagen, es ist heute die Gelegenheit, die du nehmen solltest, um etwas zu verändern in deinem Leben. Stell dich mit allem, was noch in dir ist, gegen diese Versuchung, etwas zu nehmen, was dir nicht gehört. Vielleicht sitzt du schon viel, viel mehr auf gepackten Koffern, als du selbst weißt. Vielleicht bist du schon einen Schritt viel zu weit gegangen, als du dachtest. Aber es gibt Hoffnung. Woher weiß ich das? Weil ich kenne die Bibel, ich kenne das Wort Gottes, ich kenne die Beispiele aus der Bibel, wo Gott mit Menschen, die genauso dachten wie du, wo er sie berührt hat, wo er zu ihnen gesprochen hat, wo er ihnen eine Lösung angeboten hat, wo er ihnen einen Ausweg geschaffen hat. Und ich glaube, dass das heute für dich eine Gelegenheit ist. Ich habe im Psalm einen Vers gelesen, den möchte ich dir sagen. Hart hat man mich gestoßen, aber der Herr hat mich gerettet. Hart hat man mich gestoßen, damit ist der Feind gemeint. Er ist der Verursacher von diesen schlechten Intentionen, diesen schlechten Gedanken. Er ist der, der dein Gewissen, was von Gott in dich gelegt ist, zur Ruhe treibt und nicht mehr zu hören ist. Aber der Herr kommt in deine Situation heute. Der Herr möchte dir einen Weg öffnen. Er möchte, dass deine Lebensgeschichte heute eine Wende nimmt. Wenn dieses Wort für dich ist, ergreif diese Gelegenheit. Wenn du Hilfe brauchst, schreib uns an. Wir unterstützen dich gerne in diesem Gebetsanliegen. Mach einen neuen Schritt, einen neuen Anfang mit Gott. Und wir wissen, Gott hat mehr für dich.